Rund 100 Lehrerinnen sammelten sich am Mittwoch in der Akademiestraße, um in einem Protestmarsch zum Chiemseehof zu ziehen. Sie haben berufsbegleitend die Studienberechtigungsprüfung und die PEDAG absolviert. Mit der vom Land zugesagten Überstellung in ein höheres Gehaltsschema wird es vorerst aber nichts. Mit der Begründung, dass sich die Rechtsmeinung des Bundes hier geändert hat. Ich glaube, der Bund hat damit überhaupt nichts zu tun. Es war ein Salzburger Versprechen und deswegen werden wir dieses Versprechen auch hier in Salzburg einfordern. Mit einer Unterschriftenliste, Pfeiferl und Plakaten ging es dann zum Sitz der Landesregierung. Viele der demonstrierenden Lehrerinnen sind mehr als nur enttäuscht. Verärgert, enttäuscht und es kann ja nicht so sein, dass einfach das, was zuerst gesagt worden ist, dann nicht mehr gilt, wenn man fertig ist. Na, voll schlecht, so schlecht ist man noch nie gegangen. Da war die Prüfung, also die Prüfungszeit war nicht so schlimm. Das Studium hat jetzt 3,5 Jahre gedauert. Wir haben ein Jahr haben wir die Studienberechtigung nachgemacht und jetzt 2,5 Jahre an der PH. Die haben einfach einen Qualitätsverlust gehabt die letzten 3 Jahre an Leben und an Familienleben vor allem. Die haben Freitag, Samstag haben die Kurse gemacht. Die Schule hat auch ihren Beitrag dazu geleistet, weil man jeden Freitag zum Beispiel für die Kollegin, die das gemacht hat, seit 3 Jahren Freitag frei braucht. Das heißt, für die anderen drängt sich der Unterricht natürlich an die anderen Tage zusammen und wir haben suppliert für sie, für die Prüfungen und so weiter. Und das ist wirklich, das ist eine Unglaublichkeit. Ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahre dabei als Personalvertreter, aber sowas ist mir noch nie untergekommen. Also der Einsatz, der persönliche Einsatz war sehr groß, vor allem in der Freizeit. Die Kurse haben immer Samstag, Freitag, Samstag stattgefunden und ich finde es gelinde gesagt eine Schweinerei, wie jetzt mit diesen Leuten umgegangen wird. Es ist ihnen was versprochen worden und diese Versprechen werden nicht eingehalten und ich finde, das ist kein Zustand, dagegen muss man was unternehmen. Politische Unterstützung gab es vom grünen Landeschef Syriac Schweighofer. Das kann der Bund nicht schuld sein. Es gibt ganz eindeutig von Seiten des Landes Schriftstücke, wo festgelegt wird, dass die Absolvierung dieser Prüfungen auch finanzielle Auswirkungen hat durch die Umstufung. Da kann man sich nicht jetzt auf den Bund ausreden. Das sind Dokumente, die die Landesregierung unterfertigt hat und allen Lehrerinnen übermittelt hat. Im Chiemseehof gab es noch eine kleine Kundgebung samt Pfeifkonzert. Dann wurden die 2200 Unterschriften an Gabi Burgstallers Büroleiter Stefan Walli übergeben. Die Landeshauptfrau hat gesagt, dass das gegebene Versprechen auf jeden Fall gehalten werden müssen. Daran wird gearbeitet, das hängt auch von Bundesgesetzen ab. Hier geht es darum, dass man schnell zu Ergebnissen kommt. Mit einem Kompromissangebot der Landesregierung wollten sich die Lehrerinnen vorerst nicht zufrieden geben. Die Personalvertreter sprachen von rechtlichen Schritten, sollte es zu keiner Gehaltsgleichstellung kommen.